aufs Feld gehen? Zu gewinnen. Okay, wer? Beide. Genau, beide wollen gewinnen. Ja. So, und nochmal, was scheut? Wovor haben die meisten Verkäufer Schiss? Wenn du zu jemandem sagst, ey, hier ist dein Telefon, da ist dein Handwerkszeug, verlängerte Kommunikation, nichts Neues, okay? Sprich jetzt nicht mit mir, sprich mal in dieses Scheiß-Telefon, okay? Dann sagen 99,9% aller Leute, weil sie es nicht gebacken kriegen, ja, warum hat es denn nicht geklappt? Ja, ich bin da so, ja, okay. Ja, aber eigentlich habe ich auch so, wenn ich mal so war, ich habe so Angst vor Ablehnung. Ja, so dann machen sie an auf Dr. Sommer und Psycho und so. Ja, ich habe so Angst vor Ablehnung, okay? Nehmen wir mal an, das stimmt. Du hast fürchterliche Angst, dass fremde Leute, die du nie in deinem Leben gesehen hast, ja, weil tief in dir drin hast du Angst, dass Mutti und Vati dir sagen, du kriegst das Röppelchen nicht. Und das wiederholt sich diese Geschichte am Telefon. Nehmen wir mal an, das stimmt. Weißt du, für wen das auch gilt? Für den anderen. Genau, für den, den du anrufst. Nur weil du der Erste bist, der die Eier in der Hose hat und den angerufen hat, bedeutet das nicht, dass der nicht auch Angst hat. Also warum verkaufen sich, wenn du schon mit jemandem sprichst, warum verkaufen sich die Leute dann unter Wert? Ja klar, weil sie Angst haben zu verlieren, aber der andere doch auch. Was ist denn, wenn du es mal umgekehrt machst, wenn du dir mal wirklich sicher bist, wer du bist und was du kannst? Und wenn du da mal bei bleibst, und wenn du sagst, du, ich rufe heute an, weil ich will den Job besorgen. Und ich brauche deinen Lebenslauf innerhalb von 2 Tagen. Wenn ich den nicht kriege, nicht falsch verstehen, kann ich den nicht prozessieren. Weil das ist nun mal mein Spiel, meine Regel. Wenn du mitspielen willst, und dazu lade ich dich ein, dann sind meine Regeln, ich brauche einen sauberen Lebenslauf, bitte kein Foto von Mutti im Badezimmer gemacht. Ja? Ich brauche den Lebenslauf in 2 Tagen und der darf ein bisschen außergewöhnlich sein. Außergewöhnlich heißt, ein Lebenslauf heißt Lebenslauf und nicht pro 10 Jahre Einsatz. Guten Tag, da habe ich gearbeitet. Ja, da habe ich auch gearbeitet und da habe ich auch. Vertriebliche Lebensläufe haben zum Beispiel welche Merkmale? Die Arbeitsstation, was man gemacht hat, wo man es gemacht hat. Umsatzverantwortung. Und wie gut man es gemacht hat. Was will man wohl im Vertrieb wissen? Wie erfolgreich man gewesen ist. Ja, genau. Darf man das in seinen Lebenslauf schreiben? Ja. Ja, sollte man, oder? Ja. Damit ein fremder Dritter sieht, oh, der ist im Vertrieb, geil, was hat denn der da gemacht? Ja, gut gelaunt im Key-Account. Ja, und welche Umsätze, wie viel, was war, ne? Er muss ja keine Zahlen reinschreiben, aber sollte wenigstens zu erkennen geben, ich bin Überperformer. Okay? Und mal ganz im Ernst, gute Vertriebler machen das auch. Aber zurück zur Angst. Okay? Die meisten Menschen können keine Akquise, weil die überhaupt nicht verstehen, was sie da machen. Das ist normale Kommunikation. Erstens. Zweitens sagen sie, ich mache mir ins Höschen, weil ein Fremder, den ich nie gesehen habe, vielleicht auch nie sehen werde, sagt dann zu mir, ja, Herr Breuer, ich will aber nicht mit Ihnen spielen. Ja, und jetzt? Ich weiß nicht, ich habe noch niemanden gesehen, der tot umgefallen ist am Telefon. Also diese alten Ängste, ja, dass irgendwie Mama, Papa oder deine erste Freundin wegläuft, ja, nur weil du was Falsches sagst, die wiederholen sich da natürlich, das verstehe ich auch. Und das ist ein Beweis dafür, dass Akquise nichts anderes ist als normale menschliche Kommunikation. Wenn es sie nämlich nicht wäre, würde es ja nicht mit deinen alten Ängsten um die Ecke kommen, richtig? So, zweitens haben wir festgestellt, wenn es für dich gilt, für wen gilt es auch? Für den Gegenüber. Genau. Und wie kannst du zum Beispiel mehr Deals holen, mehr selbstsicherer sein, indem du verstehst, der hat doch auch Ängste. Ja. Okay? Ja. Und du kannst ihm sozusagen mal einen Spiegel vorhalten und sagen, pass mal auf, wenn du mir Angst machst, mache ich dir auch Angst. Du triffst jetzt als Mann eine total geile Frau. Ja. Und nimmst allen Mut zusammen. Und du gehst jetzt rüber, du gehst die 10 Meter, Bar, Disco, whatever. Ja? Und nimmst allen Mut zusammen. So, könntest du dir vorstellen, ich habe so richtig, also ich würde unglaublich dich gerne nochmal wiedersehen. Puh. Ja? Und dann bläht die sich natürlich auf. Und du kriegst schon Angst. Dir läuft schon Pipi runter, dass du denkst, oh Gott, hoffentlich sagt die nicht ab, hoffentlich sagt die nicht ab. Weil wenn die jetzt absagt, rufe ich nie, dann mache ich das nie wieder. Ich habe das jetzt einmal probiert. Aber wenn die, mache ich das jetzt nie wieder. Wie könntest du ihr denn zeigen, dass du ein Mann bist? Ich glaube, man muss mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen, zeigen, was okay, hast du aber nicht. Siehst aus wie einer unter Drogen. Hast du in dem Moment nicht. Wie könntest du das wirklich auf den Punkt kippen, das Gespräch? Wie könntest du ihr sagen, ja? Zeigen kriegst du gerade nicht hin. Ja, die denkt schon, oh mein Gott. Ja? Weil wie könntest du ihr sagen, dass du mindestens auf Augenhöhe bist? Direkt meinen Willen auf den Punkt bringen und direkt sagen, ey,
Hast du Bock, heute Abend mit mir das zu machen? Oder? Das hast du ja schon gesagt. Das war ja so gestottert, da hat sie ja schon. Also auf der Punkt ist, du könntest dir sagen, puh, jetzt habe ich ein bisschen gestottert, habe mir ein bisschen ins Höschen gemacht, aber nur, dass es weiß, ich wollte jetzt mal von dir hören, wer du überhaupt bist, weil es kann sein, dass ich was höre, worauf ich gar keinen Bock habe, und dann ziehe ich mein Angebot zurück. Mhm. Okay? Ungefähr verstanden? Ja, ist dieses Spiegelverhalten. Naja, das heißt, ich will dich nicht um jeden Preis. Ja. Und auch zu dem Kunden oder Kandidaten, ich rufe dich an. Ich gebe mir Mühe. Ich bin ungeübt. Mhm. Ich mache mir auch ein bisschen ins Höschen, weil meine alten Ängste kommen raus. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass ich alles für dich um jeden Preis tue. Mhm. Und irgendwann, zum Zeitpunkt X, möglichst früh, kann man auch sagen, wissen Sie, lieber Kunde, und nur, dass Sie es wissen, ich möchte auch erstmal gucken, ob Sie zu mir passen. Mhm. Oder liebe Frau oder lieber Mann, ey, Entschuldigung, ich bin ungeübt in der Akquise, völlig okay, aber das bedeutet nicht, dass Sie mich jetzt im Preis drücken können, dass Sie die bessere Leistung für weniger Kohle kriegen oder dass ich alles für Sie tue. Okay, das heißt, die Ängste, die du hast, die hat er ja auch. Mhm. Das heißt, wenn du ihm dann sagst, ich spiele nicht mit dir, nicht um jeden Preis, was glaubst du, was die Reaktion sein könnte? Dann überlegt er sich nochmal, weil er möchte ja auch nicht abgewiesen werden. Ja, hat doch die gleiche Angst. Ja, hat er auch noch Mama und Papa im Hinterkopf, die gesagt haben, wenn du nicht lieb bist, spiele ich nicht mehr mit dir. Dann sitzt du da alleine im Sandkasten und muss mit dem Förmchen spielen. Will doch keiner. Ja, also versucht jeder, wenn er sagt, ich will dich nicht, dann sagt, oh, warum denn nicht? Und die gleichen Ängste gelten für jeden. Für jeden. Mhm. Nur weil du den ersten Pitch gemacht hast, du warst mutiger. Okay, und er glaubt dann, dort sitzen zu können und sitzen zu dürfen und sagt, ja, Friedmann, erzähl mal, was hast du denn für mich? Und dann suchst du mal ein 3-4 Angebot. Nee, so geht's nicht. Mhm. Und du musst selber erstmal gucken, willst du mit ihm Lebenszeit, willst du mit ihm Kohle, willst du mit ihm Business, willst du mit ihm Spaß teilen? Okay? Ja. Was hast du jetzt gelernt, außer dass meine Kaffeetasse, ich will, sag mal, also. Es ist an der Seite ein bisschen runtergelaufen, der Kaffee. Ja, aber wieso stellst du denn nicht die Tasse richtig unter der Maschine? Ja. So, was hast du jetzt gelernt? Soll ich das machen? Nee. In erster Linie, dass wenn ich mit einem Kunden, potenziellen Kunden oder Kandidaten, potenziellen Kandidaten spreche, dass ich dem quasi auch meine eigenen Schwächen vorhalte und dem nicht um jeden Preis zu geben, was ich dem anbiete. Also wenn ich dem quasi ein Geschäft anbiete, dann nicht Linus, um jeden Preis. Ich sag dir, was du gelernt hast, okay? Ja. Wenn du so ungeübt in der Kommunikation bist, wie du es bist, ja. Okay? Und wenn es so schwierig für dich ist, und wenn es so wirklich hölzern rüberkommt, ja? Ja. Und fast schon, dass man denkt, mein Gott, der Junge, der bricht ja gleich in Tränen aus, ja? Dann besinn dich doch einfach darauf, wer du bist und was du kannst. Ja. Besinn dich doch einfach darauf. Okay, du bist jemand, der kann das nicht gut, ja. Aber du musst wissen, was du willst. Ja. Okay? Es geht nicht darum, heute einen Marathon zu laufen oder einen Ironman zu gewinnen. Aber es geht darum, was willst du? Okay? Ja. Und niemand auf der Welt verlangt von irgendeinem Verkäufer, irgendeinem Mitarbeiter, dass er heute etwas tut, was er noch gar nicht geübt hat. Ja. Aber was Manager, Führungskräfte, Entrepreneure in ihren Mitarbeitern sehen wollen, ist, verstehen die on the long run, ja, was wir hier gemacht haben. Willst du das wirklich? Und wenn du das willst, dann ist es völlig okay, dass du ungeübt bist, dass du nervös bist, das ist völlig okay. Aber der andere auch. Ja. Okay? Ja. Also dann sag doch, wissen Sie was? Das mag jetzt so rüberkommen, als ob ich mir in die Hose pisse. Ja. Und es ist auch so. Ja. Aber ich sage Ihnen, ich weiß, was ich will. Ja. Und Sie sind jetzt der Zehnte, aber ich kann Ihnen eins garantieren, wenn ich 1000 Leute angerufen habe, hört sich das anders an. Trotzdem, egal wie es sich anhört, ich weiß, was ich will. Mhm. Und ich will einen geilen Deal, fair, authentisch, mit Spaß und Kohle. Mhm. Nur weil ich jetzt so gerade dämlich rüberkomme, lieber Kunde, lieber Kandidat, heißt das nicht, dass Sie bei mir alles auf Lauf kriegen. Ja. Und heißt das auch nicht, dass ich irgendwie das Hündchen an der Leine für Sie bin. Okay? Mhm. Das kannst du sagen, das musst du wissen. Mhm. Aber es ist völlig okay, nervös zu sein. Du kannst doch zu einer Frau gehen und sagen, boah, wissen Sie was, ey, das ist, ich mache das nie. Aber ich habe einfach perspektivisch, möchte ich mit 60 nicht alleine auf dem Sofa sitzen. Mhm. Also nehme ich meinen Mut zusammen, gehe rüber und sage, hey, hast du Lust, mich nochmal kennenzulernen? Das bedeutet doch aber nicht, dass du ein schwacher Typ bist, im Gegenteil. Mhm. Und das bedeutet auch nicht, dass ich mit dir alles machen kann oder soll, worauf sie, im Gegenteil. Mhm. Ja. Also musst du nicht heute alles unbedingt beherrschen und perfekt machen, aber du musst wissen, was du willst. Mhm. Das spüren die Leute. Ja.